Die schießen wieder. Na siehste, geht doch. Hier war wohl irgendwas verbuggt. Egal. Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Vielleicht. Yeah, and their bodies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. Ja, ganz einfach. Wie meinst du das? Think about it, genius. We just unleashed hell on these things. You have any idea how far the sound of gunfire carries? Especially on a barren ice ball like this? Oh, keine Ahnung. Hast du keine Eier oder was? If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Ja, ja, klar. Enough already! I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area. But everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Kein Problem. Mhm, das war ja klar. Mach doch diese Tür hier auf, Mann. Ice and rock must be several meters thick. God damn it, we're cut off. Hey, Del, can you hear me? Del! Shit. There's no way we're getting through here. Well, this is just great. The hell are we supposed to do now? Das fragt mich, ja? Sei einfach still und lass mich nachdenken. Vielleicht können wir da irgendwie durchbrechen. Wir halten uns an den Plan. The plan? Who gives a shit about the plan? Let's face it, we're on our own now. Mhm. Glaubst du, Delgado testet uns? You think he rigged that collapse on purpose? No, no way. I get that we're down here trying to prove ourselves. But I don't think this is what Delgado had in mind. Okay, hoffentlich hast du einen neuen Plan. Ich habe nämlich keinen. Als erstes müssen wir einen Weg hier rausfinden. Dann sollten wir uns weiter in der... Als erstes müssen wir einen Weg hier rausfinden. Well, yeah, we'll get to that eventually. For right now, I have a much better idea. We use this opportunity to take out Delgado and at the same time make some serious credits for ourselves. Meinst du das ernst? Wir machen das wirklich hier und jetzt? Yeah, we're doing this right now. Or maybe we should wait until the next time we're on an alien world and separated from Delgado by an ice fall. Wie sollen wir ihn denn bitte ausschalten? We bide our time. And when the moment's right, we hit him with everything we've got. Even the almighty Delgado won't stand a chance if we work together. Eigentlich müsste ich dich dafür direkt erschießen. Whoa, hang on. Give me a second to explain. Let's pretend for a second Delgado's correct. And there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Sind die Informationen nicht mehr wert, als sie uns hier zahlen kann? Willst du etwa, dass die Crimson Fleet uns den Rest ihres Lebens jagt? Weiß ich, dass Delgado dich nicht einfach beauftragt hat, meine Loyalität zu testen? Are you crazy? I'm no rat for Delgado. I'm busting the ass to become one of the Crimson Fleet captains, just like you. And in case you missed it, that ice fall trapped both of us in here. Unless we find a way out, no one's reporting anything to anyone. Ever again. Pegasus. Nein, machen wir nicht. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. Crix's legacy, yeah, right. Bunch of campfire tales to keep us in line. I guess that's one way through. Okay, Souch. What the hell was so important that you had to drag me all the way out of A-Block at this hour? You know Jasper Crix over in D-Block? He's busting out of here, and he wants me to join him. Crix really thinks he can bust out of the lock? Why the hell am I just hearing about it now? Crix only told the few people he trusts. He even told
storeroom for months to... Well, you know. I was hoping we had something a little more than that. Damn, Zouch. I didn't know you cared that much. You give me the signal and I'll... Oh, shit. Wait, I forgot to turn off the recording. Helle leuchten. Recording? Alles helle leuchten. What the hell, Rickard? We never meet down here this late. I thought you were gonna kill me, all right? Kill you? God, no. I love you. All right? You gotta make me say it. Shit. I'm sorry, baby. Here. Let me turn this thing off and I'll apologize. Okay? Ja. In Delgado wird aber gerade angegriffen. Rumzuheulen, Mann. Anyone still alive up there? Quit screwing around and pick up. Crap. Is this thing even on? Use the intercom up there if you can. Is anyone up there? Come on, we need these doors open. Ja, mach ich gleich. Kein Moment. Hello? Hello? Waiting to hear back. Answer if you can. Damn it. Is anyone there? Can either of you hear me? Damn it. Is anyone there? So the two of you made it, huh? Na, warum bist du so überrascht? You kidding? After what just happened? After that icefall, I didn't know what to think. I figured the two of you were crushed to death. Danke für die Warnung vor dem Einsturz. Geht ja wirklich gut los. Don't worry, it all goes downhill from here. Now listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Kriegs. You both got that? Woran erkenne ich, dass ich was Nützliches über Jasper Kriegs gefunden habe? I'll make it easy for you. If you find anything that says Kriegs or Legacy, you grab it. This really isn't that difficult. Alter, er ist so ein Arsch, ne? Wie sollen wir hier von hier oben Türen öffnen? Dios mio. Do I have to explain absolutely everything? Ja, musst du, tatsächlich, ja. Ja. You are standing in the control room for this part of the facility. Look for a switch or a terminal or make a wish. I don't care, just hurry. Bitte. Vielleicht sollten wir lieber hier auf dich warten. No, there's no time for that. The things that attacked us are everywhere. You need to keep moving. And tell Mathis not to get any bright ideas or I will gut him myself. Aha. Okay, ich mach die Tür auf. Aber nur, weil er es ist. Sicherheitssteuerung. Eine Nachricht. Internes Nachrichtensystem. Direktor Tom Gillespie. Abteilung für Gefangenentransporte, Gefangenen, Klassifikationsprotokolle. Alle Gefangenen sind zu klassifizieren und abhängig von folgenden Kriterien zu ihren entsprechenden Inhaftierungsbereichen zu bringen. A-Block, normale Gefangene. B-Block, normale Gefangene. Also mit Endnamen oder Vornamen. A bis K, bis von L bis Z. Gewaltverbrechern, C-Block, D-Block, Hochrisikogefangene und E, Einzelhaft. Heute findet der Transport, was ist denn das? Für das Ankunft des Gefangenen Jasper Kriegs. Ah, heute findet der Transport eines Gefangenen der Klasse 5 statt. Extrem gefährlich, gewalttätig. Jasper Kriegs, LPM 987. Er trifft mit Shuttle 5 und voller Eskorte ein. Dieser Gefangene ist nach der Ankunft unverzüglich zum D-Block zu bringen. Die Durchsuchung und der medizinische Check sind erst dann durchzuführen, wenn er Gefangene in Verwahrung ist. Kriegs ist schon oft aus der Gefangenschaft entkommen. Er darf nicht unterschätzt werden. Okay, Sicherheitssteuerung, Abriegelung überbrücken. Alle Türen entriegelt, das ist doch schön. Attention.
Lockdown mode has been rescinded. No, I need to thank Delgado for hanging us out to dry. Ich glaube, ich sollte Delgado mal sagen, was er für ein Arsch ist. Passt nicht, passt. Passt. Passt nicht. Passt nicht. Passt. Passt. Aber ich würde jetzt den nehmen. Dann würde ich... Passt nichts, ne? So, nochmal. Der passt. Der passt. Der passt. Der passt, den nehme ich. Der passt. Der passt. Der passt. Perfekt. Can't believe this is where the fleet started. It's history, man. Blows me mind. Was quatscht der Typ jetzt auf einmal was von Vermächtnis und so Mist, Alter? Er ist doch voll der Lügner und Betrüger. Er will Delgado töten. Ich meine, wir haben mit der Sysdev haben wir eine Abmachung. Da sind noch Credits, da sind noch eine Tür, eine Slate. After action report, guard Bryant reporting. The shuttle bay techs were complaining about hearing some type of banging or scraping on the access doors, so we were sent to investigate. We headed to the surface and immediately engaged some indigenous creatures that had been burrowing through the ice. We managed to drive them off, but I'm certain they'll be back. Fortunately, our squad only suffered minor injuries. First we deal with all the maintenance issues at the lock, and now this. If this keeps up, I'm gonna request a transfer. Aria 09, würde ich sagen. Ist das richtig, Aria 09? Schade, dass hier nicht so viele Leute sind. Aber hi erstmal. Moin und willkommen. Das sehe ich tatsächlich auch so, aber so ist das nun mal. genau, die Tür muss ich jetzt öffnen. Stromnetzsteuerung. Was haben wir denn hier? Umweltbedingungen. Wir nehmen die Beschwerden bezüglich der unerträglichen Kälte im Schloss überaus ernst. Leider ist unsere Anlage mit einem mangelhaften Heizungssystem ausgestattet, das der Kälte nur wenig entgegensetzen kann, sodass in einigen Gefängnisbereichen um die 5 Grad Celsius herrschen. Die Verwaltung ist in Kenntnis darüber, dass die Bedingungen im Schloss alles andere als ideal sind. Bis ein besseres Heizungssystem aus New Atlantis eintrifft, bitten wir um Geduld. In der Zwischenzeit werden tragbare Heizgeräte und warme Kleidung ausgeteilt. Genauere Informationen dazu hat der entsprechende Supervisor. Ah ja, immer weitermachen. Richtig, immer weitermachen. Gar nicht aufhören. improvisierte Waffen. Oh, dieser Sicherheitsalarm gilt für sämtliches Personal. Manche Insassen waren dazu in der Lage, improvisierte Waffen anzufertigen, indem sie den Permafrost von den Zellenwänden kratzten. Dazu nutzten sie Wärmespulen aus tragbaren Heizgeräten. Und uns bleibt also keine Wahl, bis die tragbaren Heizgeräte aus sämtlichen Zellen wieder zu entfernen. Als Ersatz werden zusätzliche Decken und warme Kleidung wie Jacken und Thermounterwäsche verteilt. Falls jemand einen Insassen im Besitz einer improvisierten Waffe erwischt, ist der blaue Alarm auszulösen, bevor ihm die Waffe weggenommen wird. Okay, es ist ein Gefängnis. Warum haben die eine Heizung? Ey, im Gefängnis ist das doch kein Urlaub. Quizfragen für diesen Monat. Glückwünsche gehen an Brian Richard.
der das letzte Quiz gewonnen hat. Die neuen Fragen für diesen Monat stehen unten. Viel Glück. Welche Art von Stern pulsiert schnell? Razi, Dankeschön für dein Raid. Und ja, willkommen an alle Raiders. Welche Art von Stern pulsiert schnell, sodass Durchmesser, Temperatur und Leuchtkraft variieren? Keine Ahnung. Guck, guck, du kleine Schlampe. Guck, guck. Guck mal, wer da ist. Ja, ich. Zweitens. Wie wird ein Neutronenstern mit einem extrem starken Magnetfeld noch genannt, der nach einer Supernova auftreten kann? Keine Ahnung. Was ist der zweithellste Stern am Nachthimmel von New Atlantis? Keine Ahnung. Was ist der größte, was ist die größte Struktur im Universum? Was meinen die mit Struktur? Wie wird das Diagramm genannt, bei dem die absolute Helligkeit von Sternen gegen ihren Spektraltyp aufgetragen wird? Sternzeichen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Stromnetzsteuerung. So. Einfach Notstrom in Block D aktivieren. Da bin ich, der Bär aus dem postapokalyptischen Moskau. Hallo. Arian, die Frage war wahrscheinlich an mich gerichtet. Mir geht's gut, tatsächlich. Mir geht's tatsächlich gut. What's that over there? Hat einen sehr, sehr schönen Kurzurlaub, verbunden mit einer schönen Hochzeit. Also ich kann mich nicht beschweren, mir geht's einfach prächtig. Looks like there's a guard tower overlooking the cell block. We should check it out. Das ist gut. Ja, sehe ich auch so. Also da hinten war ich dran. Hey, Grendel. Machst du mir was zu essen? Razi, ich darf nicht mehr essen. Sonst hätte ich dich gern bekocht. So. So, super, dann wollen wir mal hier rüber. Die Dinger sind so widerlich. Sind einfach. Hallo? 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 Was war deine höchste Viewerzahl? Oh, ich glaube, das war mal nach einem Raid. Da waren wir, glaube ich, 140 Leute. Leon, richtig. Das war meine höchste Viewerzahl auch. Sind auch trotzdem ein paar sehr, sehr nette Leute da geblieben. Okay, dann machen wir das Ding auch noch auf. Hab ja sonst nichts zu tun hier. Der, ich nehme den. Den. Oh ne, leck mich. Echt jetzt? Das Ding ist falsch rum. Vor ein paar Monaten, ne? Richtig. Richtig, richtig, richtig. Ich glaube, da warst du auch bei dann, ne? Kann das sein? Wenn du dich so gut daran erinnerst. So, da bin ich hier. Ah! So, der, der.
Der. Na, siehst du, jetzt passt's. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Kleidung, ein Buch. Teppichmesser. Guck mal, der hatte Waffen dabei. Soll ich jetzt jemanden rufen? Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. Ich hab dich angezündet. Aber hier scheint irgendwie noch eine ganze Menge mehr zu sein. Ich gehe aber mal was essen. Razzi, Hunger. Razzi. Razzi's Magen sagt, fütter mich. Dann fütter dich mal, mein Bester. Guten Hunger wünsche ich dir auf jeden Fall. Den nehmen wir. Der ist zu knapp. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Und der sieht gut aus. Oh, Patigi Dietrich hier in einer Gefängniszelle. Alles klar. Hammer hier drin. Alter Schwede. Lars, moin. Was geht ab? Ist das groß hier? Und alles verschlossen. Was machst du schon wieder in Hamburg? Ja, was mache ich wieder in Hamburg? Arbeiten, mein Bester. Ich muss doch auch wieder arbeiten. Ich wäre gern auch länger geblieben, tatsächlich. Nicht viel, bin am Zocken. Oh, was zockst du Schönes? Erzähl's mir. Achso, das ist dieser. So, have you changed your mind yet? Ach komm, erzähl mir doch kein, dass du arbeiten musst. Doch, muss ich. 2 Wochen und dann habe ich wieder Urlaub. wir kommen ja nicht mal in Delgados Nähe. Ich will gerade nichts darüber. Hör auf, davon zu reden. Du bringst uns noch beide um. Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. Ja, ja, and if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? Er hat Delgado nicht einen Haufen von seinen Kumpels dabei. Ich denke darüber nach, aber ich verspreche nichts. Dein Plan ist wertlos, bis wir die Infos gefunden haben. Vergiss es, Mathis. Ich mache bei deinem Plan nicht mit. Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Wieder mit Red Dead 2. Oh, geil. Fine, have it your way. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Wir sollten uns eine Zelle suchen und nach versteckten Informationen suchen. Wir finden einen Weg hier raus und suchen gleichzeitig nach Infos. Wenn du glaubst, dass ich nicht, dass ich das nicht hinkriege, übernimmst du die Führung. Wir finden einen Weg hier raus. Keep doing what we've been doing. Right. Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell.
If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Auf Steam mit der meisten Spielzeit, ich würde jetzt sagen, irgendwie so Fallout oder sowas in die Richtung. Und das Ding ist jetzt auch schon wieder. Ah, nee, doch nicht. You're not strong enough to carry all that. Mann, Kopf zu, Alter. Kollege, dich erschieße ich noch. Meister, oh, dafür bin ich nicht gut genug. Also ich würde sagen, dass das... Boah, ich hab Bock, dich umzulegen, ne? Also wirklich. Okay. Bevor ich das hier mache, gehe ich jetzt nochmal woanders hin. Dann bist du wiedergekommen. Wir sind gestern wieder angekommen. Ich war so verklatscht. Mein Frauchen hat gar nicht geschlafen die Nacht. Und ich war anti-nüchtern. Ich röste dich. Was? Boah. That was all me. Eieiei. You don't want to mess with me. Bei mir ist das G-Mod mit entstanden. Ach so, bei mir mit den meisten Spielstunden. Ich glaube, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, das hier ist ziemlich weit oben an der Spitze und Fallout. Einsteiger. Aber was soll man denn auch bei euch anderes erwarten? Ja, mein Fräuschen hat ja gar nicht getrunken. Dafür ich umso mehr. Und ich habe halt etwas getrunken, was ich halt eigentlich so gar nicht abkann, ne? I Jerusalem so är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Hassan! Ach, war die mit? Meine Frau war mit dir. Ich war ja nicht alleine da. Nee, mein Frauchen war ja auch eingeladen. Und ihr seid noch zusammen? Ah, so schnell geht das nicht kaputt. Aber ja, sind wir. Hättest du nicht erwartet, oder was? Aber so schlimm bin ich auch nicht. Du stellst mich gerade richtig mies dar, ne? Also nur mal so nebenbei. Bei der Bande. Hey. Aber die haben sich gut benommen. Die haben sich gut benommen. So. Guck mal, das passt sogar sehr gut. Das auch. Und das auch. Ich flipp aus. Ja, toll, das hat nur EPs gebracht. Egal. EPs sind EPs. So, jetzt bin ich auf der Seite. Ah, achso.
wipe the floor with you. Shit. Ach so, da ist ja noch ein paar Minuten hin. Ich glaube, da muss ich hier dann danach irgendwie hin. Die ist verriegelt. Ach so, dafür muss ich dann erstmal. Bruder, wo willst du denn hin? Die hier geht schon auf. Auch nichts bist du. So, achso, das ist eine Sicherheitstür. Schlüssel erforderlich. Ah, okay. Dann hoffe ich mal, dass ich hier noch einen Schlüssel finde. There's got to be a way out of this goddamn place. Das war's, ne? Mehr sind hier unten nicht. Nee. Gerade zumindest nicht. Wann kommt mal wieder so ein Fahrradding? Tatsächlich jetzt am Mittwoch nicht. Habe ich mir überlegt. Diese Woche mache ich mal nur Gaming-Streams. Streams. Aber spätestens nächste Woche, denke ich. So, bevor ich dann in Urlaub fahre, kommt auf jeden Fall noch mal was. Oh, was ist er denn? Was sind die denn? Die fliegen ja auch noch. Adrian, tschüss. Ja, dir auch noch einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern, bleib gesund. Your funeral. Oh, das Vieh ist ja super widerlich. Boah, was greife ich jetzt? Hier ist noch eins. Entspann dich mal. Hier, hier. Egal. Die kuscheln. Die haben jetzt aber gerade. Am Mittwoch wird das andere Spiel spielen. Warum? Ein bisschen rumgeballert, damit ich wieder nicht treffe. Damit ich mich zum Affen mache. Ja, das wollt ihr also. Ja, wo kommen die ganzen Cradsticks her? Ich dachte, das waren Gefangene hier. Ich finde dafür die ganz schön viel Kohle.
weil ich gesagt habe oder weil du das auch willst. Das andere Game war besser. Es war halt anders, ne? Also das ist halt der Unterschied. Ist ein bisschen actionreicher, weil da ein bisschen mehr passiert. Aber ich finde so vom Aufbau, aber es ist halt auch älter. Und vom Aufbau her, weiß nicht, finde ich das hier geiler. Aber es liegt wahrscheinlich einfach am Alter des Spiels. Es war ein bisschen spannender. Okay, dann werde ich euch diesen Wunsch erfüllen, denke ich. Alter. Ach, hier ist so. Wenn du mit Carters Spindcode. Wer ist Carter? Sui, moin! Der hat zumal immer so eine Ratte und schießt allen in die Eier. Nicht immer. Das kommt nur ab und zu vor. Aber tu mal nicht so, als würdest du das lustig, nicht lustig finden. Mach doch, was du feierst. Ich mach immer, was ich feiere. Alles gut, aber... der muss passen, ja. Der. Und der. So. Und die gute Sui ist da. Sui, danke übrigens für dein Abo, ne? Kriegst Tag. Ah. Wäschekorb, das ist auch schön. Finde ich hier irgendwo ein... Ne, kann ich ja gar nicht finden, ne? So ein Code. Ah, das Spindcode. Habe ich sowas? Warte mal, habe ich sowas? Notizen. Jake und die Eno. After action report. Guard okay, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. What the hell was so? So wait. Say that again. Geheimer Außenposten. Hey Sam, I'm including this month's list of parts I need for the key. Don't bust a gut. It's hefty, but I know you can handle it. I'm gonna need a lot more than usual this time. I'm planning to overhaul the entire electrical system before it completely shorts out. Oh yeah, thanks for sending over the key's reactor specs. I can't tell you exactly why I needed those. Thel said to keep it hush-hush. As far as next month's shipment, start scrounging up some parts so I can spruce up our defensive batteries. They're looking kind of rusty. Uh-huh. Well, I guess that's it for now. I'll have my people in New Atlantis drop off the payment at the spaceport. Just make sure you aren't being followed. We wouldn't want the UC to know they're providing replacement parts to the Crimson Fleet. So. Von dem so. Ey, hier gibt es auch unglaublich viele von diesen Zellen, ne? Alter Schwede. Hab ich den? Nein, nein, nein. Wird alles nicht passen hier. Direkt den falschen genommen, wa? Da, gehen wir nochmal rein. Naja, du bist jetzt mein Betas. Das ist jetzt dein Spitzname. Dein Betas? Was ist denn ein Betas? Da musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Oder meinst du Butters? Meinst du Butters, oder? Ja, Butters. Ah, so, ich wollte gerade sagen, was ist denn ein Baters? Aber du meinst den Newton Butters. Captain Chaos ist voll geil. Was hast du gegen Captain Chaos? Och, leck mich, du Scheiß, ey. Diese Schlösser sind so behindert, ey. Diese scheiß Schlösser. Bin an. Du bist Alphabet? Du meinst Analphabet? Der Butters. Und du kennst doch bestimmt die Folge von Butters oder mit Butters, wo Captain Chaos erschafft oder ist, ne? Das ist so geil. Echt jetzt? Das wird doch nicht passen hier. Was sind denn das für behinderte Schlösser, ey? Ich reihe das nicht. Ich bin hier mit 67 rein, weil diese Schlösser einfach alle scheiße sind. Passt nicht, passt nicht. Der wird nicht passen, der passt nicht. Ey. Fick dich, Spiel, ey. Der ist leider zu cool für dich. Nee. Nee, 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 nee. Wenn Butters, dann richtig. Du kannst doch nicht sowas zurücknehmen, einfach. So läuft das hier nicht. So. Der wird doch hundertprozentig passen. Der wird doch hundertprozentig passen. Ich flipp aus. While we're picking through the trash, we might as well grab some good stuff for ourselves. Du solltest lieber den Rand halten, du Verräter. Alter. Machen wir es nicht langsam mal mit den Schlössern. Selbst bei diesen Dingern. Captain Chaos hätte das Schloss schon lange auf. Der hätte seine Chaos-Energie eingesetzt dafür, ne? Zange, ja. So, weiter geht's. Boah, ey, wenn ich hier rausgehe, habe ich keine Digi-Dietriche mehr, ne? Ehrlich. Passt nicht. Der passt. Der passt, ich flipp aus. Der passt. Okay, ich gehe einen zurück. Und pass auf, gleich kommt der wieder nicht. Weil das halt ein Arschlochspiel ist. Okay, der passt nicht. Ich flippe aus. Der hat doch etwas. Map, Map, Mau. Blows me mind. Die Klogabel für dich mitgenommen, Alter. Bist du am Wochenende beim Hafengeburtstag? Tatsächlich ist das nicht geplant. Aber ich muss mal gucken, vielleicht mit der Kleinen, muss ich mal schauen. Bist du da oder was?
jeden. Dann gucke ich mal. Ich muss auch schauen, wie meine Kleine drauf ist und sag Bescheid. Mache ich dann. Das mache ich auf jeden Fall. Ich werde mal ein bisschen Medizin reinschütten. Erste Hilfe. Wir haben ein bisschen was zu essen dabei. Ja? Cheddar, Cheddar, Chandra Malbec. Das nehmen wir nicht mit. So, schade, würde gerne dorthin fahren. Okay. Und was hindert dich daran? ja, das Trauma. Ah ne, wir nehmen einfach den hier. Zweimal. Zack, haben wir ja genug von mittlerweile. I swear, I am never going to buy simple drinks ever again. Ah, hier ist noch mehr. Ja, was ist denn das eigentlich hier für ein... UC-Wache. Datenslate. Verdächtiges Diebesgut. After action report, guard Bryant reporting. We got a tip from an inmate about some equipment being stolen from one of the supply rooms. We did a thorough sweep of the place and came up with two mining lasers and several power packs missing. After the alarm was raised, all of the inmates' cells were searched, but we turned up empty-handed. I have no idea how the inmates were able to get into that storage room and hide that gear without being picked up on camera. I'm starting to suspect that the inmates could be receiving help from some of the staff of this facility. Wann ist das denn genau? Jetzt am Wochenende, ne? Hellenöffner ist gesperrt, na toll. Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. Hey, hier war ich schon. Muss ich hier wieder hin. Okay, mache ich das mal. Da war ich, hier war ich. Echt ein bisschen gucken, ob ich hier nicht irgendeine Person übersehen habe oder sowas. I thought we were going to be doing something fun, like rob a bank or something. Am Freitag könntest du raus sein, weil Donnerstag Freitag, Vatertag ist. Ach ja, stimmt. Aber ich habe keinen Brückentag. Diesmal habe ich ihn mir nicht genommen. Hatte keinen Urlaub mehr. Gefangenenverzeichnis. Gefangenenverzeichnis. Wen haben wir? Hau Geralt. Roderick Richard. Lea Nika, Lee Raymond, Fanuka, Ryan Craig, Ail Junaid, Butler Zander, Bean Timon, O'Connor Leonidas, Pharrell Joshua, Haley Brandon, Mallory Delvin, Lea, okay.
Verzeichnis Block B, Datenbank und Abschnitt 2 beschädigt. Block D. Enrique Block D. Okay, Owens Enzo, Dickinson Keenan, Caldwell Saxon, Bowes Cole, McCarthy Caius, Talbot Ephraim, Kane Ashton, Sutton Pierce, Hodgkins Rian, Mooney Jane, McPhee Milos, Hansi Cohen, Kriegs Jasper. Da müssen wir hin. Isbecki Victor. Okay. Schalter Block D. Okay, dann ist übel. Schlaf bei Freunden in Hamburg. Ach so. Kommst du gar nicht aus Hamburg? Schalter entriegeln. Wurde entriegelt. Schalter 2 entriegeln. Schalter 3. Erzähler darf nicht entriegeln, ohne erst eine vollständige Identität. Ja, ist mir egal. Nachricht. Auf Zugang zum Zellenblock. Aufgrund der anhaltenden Sicherheitsbedenken ist beim Betreten von Zellenblöcken zwecks Durchsuchung oder Appell folgende Prozedur auszuführen. Erstens, bei der entsprechenden Schaltanlage für den zugewiesenen Blockbereich ist Meldung zu erstatten. Zweitens, es müssen mindestens 4 Sicherheitskräfte anwesend sein. Drittens, über das Intercom der Schaltfläche ist der Wachturm des Blocks zu verständigen. Viertens, für den Zugang ist der tägliche Code zu übermitteln. Die Schaltanlage wird vom Turm aus freigeschaltet. Sechstens, durch Aktivierung der Schaltanlage werden alle Zellen im zugewiesenen Blockbereich geöffnet. Siebtens, nach Abschluss der Tätigkeit ist der Blockbereich zu sichern. Bewaffnete Gegenmaßnahmen. Ei! Der D-Block ist ein Hochsicherheitstrakt. In ihm werden also einige der gefährlichsten Straftäter dieser Anlage untergebracht. Bei Bedrohungen durch Insassen ist das Personal zu jeder Art von Schutzmaßnahmen befugt. Wer im Dienst eine Waffe abfeuert, muss danach an einen Computer das Formular ARP07 ausfüllen, um den Vorfall zu dokumentieren. Mhm. Zelle D260. Bitte beachten, dass die Security in Zelle D2106 auf mögliche Ausbruchswerkzeuge gestoßen ist. Aktuell ist diese Zelle unbelegt. Sie wurde also nicht regelmäßig inspiziert. Unser Team hat das wohl übersehen. Bitte diese Zelle verriegelt halten. Sobald ich einige unerwartete, dringendere Probleme erledigt habe, werden wir das genauer untersuchen. D2106, okay? Cell D03118. Okay. It's a place to start, I guess. 106, das ist viel wichtiger. Echt jetzt? Ich lasse ihn mal machen. Ja, natürlich geht das nicht. Überlege es mir noch mit dem Hafengebot. Ja, mach das mal ruhig. Also mal sehen ist natürlich cool, aber es wird halt auch sauvoll sein, ne? Also damit kannst du auch rechnen. Alter, schon wieder nur einer. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Was soll denn das? Den. Und den, na siehst du. Ich habe doch alle geöffnet. Warum sind die denn alle verriegelt? Achso. Ah, I've been hit.
Meine Güte, Junge.